Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In der heutigen Sendung möchte ich euch aufzeigen, wie ihr beim Investieren an der Börse die größten Fehler vermeidet. Denn machen wir uns nichts vor, jeder von uns hat irgendwann einmal an der Börse angefangen und jeder von uns hat schon wirklich sündhaft teure Fehler begangen. Die Gründe, warum man diese Fehler macht, die sind wirklich mannigfaltig. Der eine sagt, ich weiß schon alles, ich hole mir meine Informationen aus dem Internet, ohne sie irgendwie zu überprüfen. Vertraut da irgendwelchen Boards oder Foren, irgendwelchen anonymen Menschen, die etwas schreiben zu einer Aktie, sei es positiv oder negativ. Und daran vertraut man, ohne dass man sich dieses Unternehmen selber angeguckt hat. Oder man möchte eine teure Beratung beim Bankberater nicht in Anspruch nehmen. Auch das ist häufiger der Fall, weshalb dann Leute der Meinung sind, sie müssten ihre Geldanlage auf eigene Faust in die Hand nehmen und werden dann meistens nach ein paar Jahren eines Besseren belehrt und haben sündhaft teure Fehler begangen. So ist es auch mir ergangen. In sehr jungen Jahren wollte ich unbedingt zu meinem Ausbildungsgeld doch ein bisschen was dazu verdienen. Ich war sehr früh schon angefixt von der Börse. Ich habe schon während meiner Ausbildung als Bankkaufmann angefangen, durch Artikel, die ich im Kapital gelesen habe, Optionsscheine zu kaufen. Mein allererstes Wertpapier, was ich gekauft habe, war ein Korridor-Optionsschein zwischen D-Mark und britischen Pfund. Damals gab es die D-Mark noch, heute wäre es ja der Euro gewesen. Aber ich habe mit einem hochkomplexen Produkt angefangen und ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal, wie eine Aktie vernünftig funktioniert. Ein Artikel im Kapital, ich habe damals schon das Kapital-Magazin gelesen, hat mich dazu gebracht, das ist dort vorgestellt worden als ja, lukrative Idee, solange die Währung in einer bestimmten Bandbreite zueinander liefen, habe ich jeden Tag ein paar Pfennig, war es damals, gutgeschrieben bekommen, bis zum Ende der Laufzeit dieses Produktes. Das ging relativ gut. Ich habe damit Geld verdient. Dann kam so die Phase Deutsche Telekom, ProSieben, Börsengänge. Da fing es an, dass auch Privatinvestoren viel stärker an die Börse getrieben worden sind. Ich habe damals ganz ordentlich Geld verdient durch diese Börsengänge. Also ich habe beim IPO gezeichnet, hatte sehr schnelle Zeichnungsgewinne und da war der neue Markt also noch gar nicht geboren. Mit diesen Erfolgen berauscht habe ich natürlich angefangen, mal etwas stärker an der Börse mein Geld anzulegen und habe meine Ausbildungsvergütung dadurch immer ganz satt doch ja aufgestockt. Beginnend mit dem neuen Markt fing es ja an, dass da eine Riesenspekulation aufgemacht wurde. Also man konnte ja zeichnen, was man wollte. Jedes Unternehmen, was an die Börse gegangen ist, war ja dann am ersten Handelstag mindestens 50% mehr wert, wenn nicht sogar im dreistelligen Prozentbereich. Ich glaube, das Höchste, was ich persönlich selbst mitgemacht habe, war die Infineon AG, wo ich damals sehr, sehr viel Geld mitverdient habe. Ich fühlte mich damals gut, übermütig. Ich war King, ich habe an der Börse viel Geld verdient, mir konnte keiner was vormachen. Ich fühlte mich sicher mit den Informationen, die ich hatte. Damals fing ja auch das Internet erst langsam an. Also meine Informationen bezogen sich überwiegend aus Wochenmagazinen oder Monatsmagazinen. Dann so peu à peu aus dem Internet, in den damals dann bekannten Börsenforen, aber natürlich auch der Austausch mit Kollegen. Ich hätte es nie träumen oder mir selber nie träumen lassen können, dass es irgendwann mal kippt, dass dieses System kippt. Ich war mir einfach viel zu sicher. Im Endeffekt hat die Gier mein Hirn gefressen. Ich war berauscht durch den Erfolg an der Börse und war der Meinung, ich kann da gar keine Fehler machen. Ich kann nur auf die richtigen Wertpapiere setzen. Natürlich hatte ich auch immer mal die eine oder andere Aktie oder den ein oder anderen Fonds, der dann mal nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber im Großen habe ich gute Gewinne eingefahren und habe die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, einfach beiseite gepackt. Ich habe auch nie mich hinterfragt, welche Wertpapiere habe ich überhaupt gekauft oder verkauft. Es ging ja gut. Ich habe Geld verdient, ich war happy. Und mit diesem berauschten Gefühl bin ich immer größeres Risiko eingegangen. Ich hatte ja Erfolg. Das Thema Gier frisst Hirn. Ich habe angefangen, bei einem Unternehmen, wo ganz viele sehr positiv gestimmt waren und viel Geld investiert haben, mein Risiko immer weiter zu erhöhen. Ich habe die Position im Verhältnis zu meinem Gesamtdepot ausufern lassen. Also die Position hat nachher eine Größe gehabt, die nicht mehr normal war.
der Kurs lief erst in meine Richtung. Ich hatte ja recht. Mit meinem Investment bin ich auf der richtigen Seite. Dann kam mal wieder das Thema Gier frisst Hirn. Anstatt mich mit den Kursgewinnen zufrieden zu geben und einfach auch mal Gewinne mitzunehmen, das war eine Aktie, die war von unter einem Dollar auf über 14 Dollar gelaufen, wollte ich mehr. Es hieß Kursziele um 20 Dollar. Also wollte ich die 20 Dollar haben und wollte die Gewinne nicht mitnehmen, die ich hatte. Ich habe dann nach und nach alle anderen Positionen, die ich hatte, verkauft und habe diese Position immer vergrößert, immer weiter vergrößert, bis ich ein Monodepot hatte. Ich hatte kein Money Management mehr. Ich habe alles auf diese eine Position gesetzt. Ich war sogar so verrückt, dass ich dann noch einen Wertpapierkredit aufgenommen habe, um die Position noch stärker zu hebeln. Und es kam, wie es kommen musste. Die 20 Dollar wurden nicht erreicht. 14,40 Dollar war der Höchstkurs damals. Und es ging sehr rapide bergab. So schnell, wie die Aktie vorher gestiegen war, ist sie auch wieder gefallen. Aber anstatt zu verkaufen und die Reißleine zu ziehen, ab einem bestimmten Verlust, habe ich die ganze Reise nach unten wieder mitgemacht, weil ich berauscht war von dem vorherigen Erfolg und der Meinung war, das wird schon wieder. Da sind Shorties am Werk, da sind welche, die mit unlauteren Mitteln arbeiten. Es dauert nicht lange und dann wird sich der Kurs wiederholen. Da sind wir deutlich über 20. Alle, die jetzt verkaufen, das sind die Loser, weil sie Geld verlieren, verkauft haben und die Reise nach oben gleich nicht wieder mitmachen. So, aus meinem anfänglichen Investieren wurde im Endeffekt blindes Zocken. Ich habe die wichtigsten Regeln, die man an der Börse benötigt, habe ich nicht mehr beachtet. Und so kam es natürlich, wie es kommen musste. Am Ende war ich der Loser und ich hatte mein gesamtes Geld verloren und hatte sogar noch einen Wertpapierkredit offen, den es galt zurückzuzahlen. Für Wertpapiere, die mittlerweile wertlos waren, weil ich auf eine Betrugsnummer reingefallen bin. Aber das war ein Wendepunkt für mich als Investor. Also zusammenfassend kann man sagen, ich habe damals in jungen Jahren nahezu alles falsch gemacht, was man falsch machen kann an der Börse. Klar, ich war zu Beginn erfolgreich mit der Strategie, aber im Endeffekt war es keine Strategie. Ich habe fast alle Fehler, die man an der Börse machen kann, tatsächlich gemacht. Gier frisst Hirn. Ich war mit der erreichten Performance nicht zufrieden. Ich wollte mehr ausquetschen, obwohl ich sehr gutes Geld als Buchgewinn im Depot verbucht hatte. Ich habe kein Risikomanagement gehabt. Der Aktienkurs ist gefallen. Ich hatte kein Stop-Loss-Limit drin. Ich habe blind in dieses Unternehmen vertraut. Ich wollte das nicht glauben, dass der Aktienkurs fällt. Ich hatte dann auch noch überhaupt kein Money-Management. Wenn du 10 Aktien hast und eine davon performt nicht und bricht irgendwie stark zusammen, dann fangen das in der Regel die anderen 9 wieder auf, mittelfristig. Wenn du aber alles auf eine Karte setzt, dann funktioniert das nicht. Das Gleiche ist natürlich mit der fehlenden Recherche. Ich habe das geglaubt, was ich im Internet zu diesem Unternehmen gelesen habe, aber nicht, was das Unternehmen selber herausgegeben hat, sondern was andere Leute zu diesem Unternehmen gesagt haben. Ich habe keine eigene Recherche betrieben. Ich habe nicht den Geschäftsbericht geguckt. Ich habe mir nicht die Bilanzen angeguckt. Ich habe das alles für bare Münze gehalten, was ich damals zu dem Unternehmen gelesen habe. Und zu guter Letzt, wenn man schon ein Monodepot hat und alles auf eine Karte setzt, dann definitiv nicht mit einem Wertpapierkredit dann unterlegt. Denn damit hat man einen riesen Risikohebel und das war dann die Kirsche obendrauf, wie man es nicht machen soll. Aber seitdem investiere ich in mehrere Aktien gleichzeitig und nie alles auf eine Karte. Ich kaufe auch nicht auf Wertpapierkredit. Da ist zwar grundsätzlich jetzt nichts Schlimmes dran, wenn man sich hebelt mit einem Wertpapierkredit und ein breit gestreutes Depot hat, aber das ist ein Punkt, der ist bei mir seitdem tabu. Ich recherchiere ganz anders in den Unternehmen. Also ich höre nicht mehr auf das, was mir nur zugerufen wird, sondern ich lese die Geschäftsberichte, ich lese die Bilanzen. Ich schaue mir Hauptversammlungsprotokolle an. Ich tausche mich mit anderen Börsianern, die sich in dem Segment des Unternehmens vielleicht besser auskennen als ich, intensiv aus. Hol mir eine zweite Meinung von denen rein. Ne? Bestätigen die meine Meinung oder haben die einen ganz anderen, kritischeren Ansatz? Und den lasse ich dann auch zu und gucke danach, haben die recht? Oder gibt es da Argumente, die das Ganze entkräftet? Vor allem informiere ich mich im Internet aktuell deutlich
seriöser, deutlich aktiver. Also nicht in Foren auf anonyme Leute, sondern gut recherchierte Hintergrundberichte. Und ich vergleiche das so ein bisschen mit dem Führerschein, den man fürs Auto macht. Natürlich, wenn man sich mal ins Auto reinsetzt, ohne dass man einen Führerschein hat, vielleicht kann man mit dem Auto fahren. Aber erst mit der Ausbildung, mit dem Führerschein, die du gemacht hast, lernst du Theorie und Praxis so richtig. Und dann kommt natürlich, wenn du den Führerschein hast, dann die tägliche Praxis hinzu und du wirst immer, ausgebildeter und bist dann irgendwann so weit, dass du auch ganz anders Auto fährst, als wenn du mit 15, 16 dich irgendwann mal ins Auto hinter das Lenkrad klemmst, auf den Verkehrsübungsplatz fährst oder wenn sogar jemand mal schwarz auf dem Parkplatz vom Supermarkt fährt. Das ist ganz was anderes. Und genauso ist es bei der Börse. Hältst du bestimmte Regeln nicht ein? Natürlich kannst du Erfolg haben an der Börse, aber nur temporär. Du wirst nie langfristig nachhaltig erfolgreich sein, wenn du bestimmte Dinge nicht lernst und bestimmte Dinge nicht umsetzt. Und das habe ich getan. Ich habe also angefangen, mich weiterzubilden. Ich habe angefangen, Seminare zu besuchen. Ich habe angefangen, Geld zu investieren für meine Ausbildung an der Börse. Heutzutage hat man einen Smart Broker, Neo Broker App auf dem Handy und liest irgendwo bei Reddit, AMC-Aktie soll man kaufen oder die Aktie soll man verkaufen und wir brennen die Shorties und mit einem Swip auf dem Handy ist die Aktie gekauft. Ohne nachzudenken, ohne einen Geschäftsbericht gelesen zu haben, ohne eine Bilanz gelesen zu haben. Das heißt, diese Fehler, die ich zur neuen Marktzeit gemacht habe, wiederholen sich gerade bei vielen Anlegern, die neu an die Börse kommen. Und davor will ich euch warnen. Lest euch die Unternehmensberichte sorgfältig durch. Betreibt eigene Recherche. Das ist ganz, ganz wichtig. Investiert Geld in eure Ausbildung. Besucht Seminare. Besucht Coachings, nehmt Premium-Dienste in Anspruch. Ja, die kosten Geld, aber diese Premium-Dienste helfen euch weiter, gute Anleger, gute Investoren zu werden und langfristig an der Börse erfolgreich für euch zu sein. Es ist euer Geld. Und ohne Investition in eure eigene Ausbildung, in euer eigenes Wissen, werdet ihr es nicht schaffen, langfristig, kontinuierlich erfolgreich an der Börse zu sein. Bei allem, was sehr, sehr wichtig ist bei der erfolgreichen Umsetzung. Ihr könnt nicht in allen Gebieten, in allen Segmenten das gleiche hohe Niveau vom Wissen haben. Ich zum Beispiel bin spezialisiert auf deutsche Nebenwerte. Da habe ich einen sehr, sehr guten Überblick. Da kenne ich viele Unternehmen bis ins Detail. Dafür fehlt mir das Fachwissen, zum Beispiel in Biotech-Aktien oder in Rohstoffaktien. Da hole ich mir die Expertise von den Experten. Bei ShareDeals.de gibt es zum Beispiel den No-Brainer Club mit sehr, sehr vielen Biotech-Unternehmen, die dort wirklich bis ins tiefste Detail analysiert werden mit vielen Fachinformationen und die mir bisher sehr viel Geld eingebracht haben, wo ich persönlich mit dem Aufwand, den ich betreiben kann, gar nicht so tief in die Materie des Unternehmens hätte gehen können. Oder den Goldherz Report, der den Rohstoffsektor für mich exzellent abbildet oder abdeckt. Und ich sehr, sehr viele Informationen dort bekomme, mich dann reinlesen kann und dann meine Gewinnstrategie umsetzen kann. Oder sei es mit dem Premium Trader Club. Auch das Trading mit den Einstiegs- und Ausstiegssignalen ist nicht meine Welt, ist nicht meine Kernkompetenz. Und da habe ich den Axel Müller mit seinem Premium Trading Club, der das ja bis ins kleinste FF perfektioniert hat und da bisher auch schon sehr, sehr gute Renditen eingefahren hat. Und wo ich die Position da tatsächlich dann sogar mal blind nachbilden kann und damit bisher sehr erfolgreich gefahren bin. Also investiert in eure Zukunft, investiert in eure Geldanlage an der Börse und ich hoffe, ihr seid zukünftig erfolgreich und vermeidet die größten Börsenfehler.